Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Rennen in Jurassic World Evolution. Das müsste, glaube ich, das vierte Rennen sein. Und für das heutige Rennen hat sich nichts geändert an der Strecke oder sowas, weil ich finde, die Strecke ist eigentlich schon sehr, sehr gut gelungen. Aber zum nächsten Mal werden wir, denke ich mal, die ein oder andere Änderung vornehmen, damit wir so ein bisschen Variation reinbekommen. Vielleicht ist dann ja auch schon das Update draußen und dann haben wir noch ein paar mehr Möglichkeiten hier, Hindernisse mit irgendwelchen Felsen oder anderen Deko-Elementen hier zu platzieren. Das wäre ja ganz cool. Aber ansonsten, die Strecke ist gleich geblieben. Das mit den Teams ist auch gleich geblieben. Wir haben wieder 10 Fahrer, wie ihr seht. Davon immer 2 in der gleichen Farbe. Das heißt, die beiden bilden ein Team. Und das Gewinnerteam mit den meisten Punkten. Davon gewinnen beide Mitglieder dann einen 5 € Amazon-Gutschein, wie gehabt. Und ihr seht ja schon hier die Teams. Die Punkteverteilung ist auch wie gehabt. Der erste Platz hier kriegt 10 Punkte. Der zweite Platz 9. Der dritte 8. Und so weiter und so fort. Für den Sprung hier vorne, wer es schafft, über dieses Hindernis zu springen, der bekommt 2 Bonuspunkte. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt schon zu den Teams hier. Die sollten ja auch allen schon bekannt sein. Da haben wir ganz links Team Retro. Und ich würde fast sagen, dass wir jetzt schon direkt damit anfangen, wer hier welchen Jeep übernimmt. Ich zoome mal ein bisschen ran. Also der erste Kandidat für Team Retro, das ist Emilia. Der zweite Kandidat hier tritt für Team Blau an. Das ist Charelle Bausch. Der nächste Kandidat und der erste Kandidat somit für Team Rot, das ist Chaos Tio. Team JWE geht an den Start mit Minecraft Kings. Und der erste für Team Orange, das ist der PvP Packer. So, haben wir die erste Hälfte schon durch. Dann kommt der zweite Kandidat hier für Team Retro, das ist Toothless the Night Fury. Ja, dein Name ist halt sehr, sehr lang. Ich nenne dich einfach mal Toothless. Ist, denke ich mal, am einfachsten. Oder soll ich dich Night Fury nennen? Ach, mal schauen. Im Rennen werde ich da wahrscheinlich so ein bisschen variieren. Aber ich denke, darüber bist du nicht böse. Dann haben wir den zweiten Kandidaten für Team Blau. Das ist Mauricio de Oliveira. Ich nenne dich Mauricio. Ist ein bisschen einfacher. Dann haben wir den zweiten Kandidat für Team Rot. Das ist VIP. Der zweite Kandidat für Team Rot wird unser VIP-Platz. Und dafür blende ich mal eben wieder unser tolles Rädchen hier ein. Und diesmal haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kandidaten hier. Ne, 6 Kandidaten, Entschuldigung. Am Start, die eine Chance auf den VIP-Platz hier haben. Also es haben einige auch noch, sind noch VIP geworden und wollen mich hier unterstützen. Habe ich mich sehr drüber gefreut und ich würde sagen, wir drehen jetzt das Rad. Und dann finden wir heraus, wer hier den VIP-Platz gewinnt. Und es ist... das war ganz schön knapp. Es ist geworden Lea Ewald. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, ich benenne hier den roten Jeep gleich mal um in deinen Namen. Lea Ewald, du gehst hier für Team Rot an den Start. Hast hier den VIP-Bonus sozusagen voll ausgenutzt. Vielleicht kannst du ja hier was gewinnen. Das wäre ja cool. Dann machen wir weiter. Der zweite Kandidat für Team JWE, das ist Diana Aljari. Und dann haben wir noch den letzten Kandidaten. Das ist Shadow Hi-Fi oder Hi-Fi. Und damit haben wir alle Kandidaten hier. Ihr werdet jetzt gleich an den Start gehen und hoffentlich im Team gute Punkte sammeln. Und das Siegerteam, die werden beide einen 5 € Amazon-Gutschein gewinnen. Falls ihr nicht rangekommen seid, seid bitte nicht traurig. Beim nächsten Mal ist auf jeden Fall habt ihr eine weitere Chance. Wir werden noch einige Rennen hier machen. Und irgendwann wird jeder mal drankommen, denke ich. Hoffe ich zumindest. So, ich würde jetzt sagen, gar nicht lange schnacken. Ja, es dauert sonst ja sowieso schon alles zu lange. Wir öffnen das Tor und dann geht's hier schon los. Wir zoomen mal direkt rein hier vorne. Und die Kandidaten fahren direkt los. Team Orange bleibt hier schon mal stehen hinten, das ist nicht gut. Und Team Blau kommt hier als erstes gut durch. Das ist Charelle Bausch. Dahinter Shadow Hi-Fi. Und die anderen, die blockieren sich da total. Seht ihr das? Eieiei. Mauricio, Toothless. Die haben sich komplett verkeilt. Da hinten 4 Kandidaten. Ansonsten gefolgt hier von Chaos Tio und Emilia. Und jetzt so langsam kommen die anderen. Minecraft Kings. Und ja, Toothless ist das, glaube ich. Aber wir müssen jetzt schon direkt zum Sprung gehen, weil wir müssen ja gucken, wer hier den Sprung schafft und wer nicht. Und der erste Kandidat kommt hier, das ist Shadow. Der schafft den Sprung leider nicht. Der bleibt hier leider im Wasser hängen. Der zweite Kandidat. Oh, das sieht gut aus, schafft aber nicht ganz. Schade, schade, Charelle. Aber du springst da nochmal. Guck mal das an. Krass. Okay, die anderen beiden schaffen es auch leider nicht. Chaos Tio schafft es nicht. Und da kommt der nächste Kandidat und schafft es auch nicht. Also man muss wirklich mit dem kompletten Auto darüber sein. Macht hier jetzt auch nochmal einen Sprung. Und überholt hier sogar einige. Mauricio hat es leider auch nicht geschafft.
Der nächste leider auch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Der PvP-Pack hat es leider auch nicht geschafft. Und die Reihenfolge werden wir gleich im Wasser sehen, denke ich mal. Iana schafft sie auch nicht. Jetzt haben wir nur noch zwei Kandidaten, glaube ich. Das sieht ja mau aus heute hier. Night Fury schafft's auch nicht. Und Lea Ewald schafft's auch nicht. Lea Ewald ist leider ganz, ganz hinten. Mit dem VIP-Platz. Aber sie kann jetzt hier sicherlich noch den einen oder anderen Platz gut machen. Wobei jetzt hier die Jeeps sich gegenseitig total blockieren. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz die Reihenfolge. Wen haben wir auf Platz 1 hier? Das ist Charelle Bausch. Dahinter ist Shadow Hi-Fi. Dann kommt Minecraft Kings. Dann kommt Emilia. Dann kommt Pekka. Dann kommt Chaos Tio. Dann kommt Mauricio. Dann kommt Night Fury. Oh, sie hat... Ah, nee. Sie war gar nicht letzter Platz, ne? Das war, glaube ich, Lea. Dann kommt Diana. Und ganz hinten Lea. Die wird hier noch voll geblockt von den Gullies. Das ist ja richtig mies. Eieiei, die verliert hier jetzt wirklich kostbare Zeit. Also sie muss jetzt ordentlich aufs Gas drücken. Bonuspunkte hat heute keiner ergattert hier. Das wundert mich sehr. Ich glaube, beim letzten Mal waren es 3 oder 4 Leute, die es geschafft haben. So, dann folgen wir mal wieder dem ersten Platz. Das müsste hier... Ist doch Charelle, ne? Ja, das müsste Charelle sein. Wir gehen mal in diese Perspektive, dann sehen wir das ganz gut. Charelle fährt hier vorne weg. Dahinter ist Shadow. Die Raptoren machen jetzt hier auch gar nicht viel Trouble. Also Charelle kommt hier super durch. Und das Feld hat sich schon ein wenig aufgeteilt hier. Aber wir bleiben jetzt mal wieder beim ersten. Das ist ja eigentlich immer so am spannendsten. Und Charelle bleibt jetzt hier erstmal gut an den Sinoceratopsen hängen. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich hier. Weil jetzt kommt hier schon der von Team Orange der Kandidat. Das ist Shadow. Der könnte jetzt hier Charelle überholen. Aber Charelle schlängelt sich jetzt hier langsam durch, wird jetzt nochmal blockiert. Und Shadow scheint da auch ordentlich Probleme zu haben. Also ich glaube, die Sinoceratopse hier, die halten hier die Jeeps wirklich auf. Also das Feld wird jetzt hier nochmal eng. Aber Charelle hat es jetzt geschafft. Und auch Shadow, aber der wird hier nochmal fast weggerammt. Aber das Feld ist jetzt so ein bisschen zusammengerückt. Also ich glaube, das könnte nochmal sehr, sehr spannend werden. Aber Charelle ist hier noch klar vorne. Also der Abstand ist auf jeden Fall noch vorhanden. Aber glaube ich nicht mehr so groß wie am Anfang. So, jetzt kommen wir hier gleich zum Sprung. Ein Brachiosaurus ist im Weg. Mal gucken, ob das klappt. Und Charelle macht einen Mega-Jump. Okay, das ist natürlich krass. Kann jetzt hier die ganzen Brachios überspringen. Und springt hier... Alles klar. Springt hier nochmal hoch. Wo fliegt sie denn jetzt hin? Das ist ja insane. Und sie landet hier bei den Troodons. Und hat hier fast einen Troodon platt gemacht. Hat jetzt aber das Troodon-Gehege damit echt richtig, richtig gut genommen. Also ich glaube, damit hat sie ordentlich den Vorsprung ausgebaut. Jetzt geht es hier über die Huggelstraße. Die kann auch noch mal ordentlich Zeit kosten, wenn man sie falsch nimmt. Aber das sieht hier gerade ganz gut aus. Oh, da dreht sie sich fast. Das ist natürlich ärgerlich. Versuche mit der Kamera möglichst alles im Blick zu behalten. Aber das ist gerade echt schwierig, weil sich das Feld so weit auseinander getrennt hat. Und die Charelle, die gibt hier ordentlich Gas. Und ich glaube, der Platz 1 ist ihr fast sicher. Jetzt kommt hier nochmal das Zickzack, sage ich mal, hin und her. Mal schauen, wie schnell sie hier durchkommt. Also ist gar nicht so schlecht aus, aber man kann hier noch schneller durch. Wir haben es ja auch schon mal gesehen, dass man hier so richtig durchfliegen kann mit dem richtigen Schwung, wenn man es möchte. Aber der Vorsprung ist einfach, glaube ich, zu groß. Shadow hat das Ganze ja nicht so gut genommen. Und im Hintergrund seht ihr schon wieder die Jeeps fliegen. Eieiei, Team Retro hebt da richtig ab, Emilia. Okay. Charelle kommt jetzt hier auf das T-Rex-Gehege zu und bleibt nicht stehen, weicht dem T-Rex aus. Das ist sehr, sehr gut. Auch hier sollte sie jetzt nochmal ausweichen. Und das tut sie auch. Wird hier nochmal angebrüllt, muss aber den Umweg nehmen über den Hügel. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Jetzt kommen wir zu den Ziegen. Die Ziegen, die können hier auch nochmal richtig viel Zeit kosten. Oh mein Gott, die sind voll nah rangekommen hier. Schaut euch das mal an. Also irgendwo hat Charelle hier richtig Zeit verloren. Aber fährt jetzt hier ziemlich sicher durchs Ziegengehege durch. Also das ist nicht schlecht. Ich glaube, die anderen Kandidaten sind da hinten ein bisschen hängen geblieben. Können ja mal kurz schauen. So, die blockieren sich ja auch so ein bisschen gegenseitig, habe ich das Gefühl. Emilia und Shadow. Ich glaube, Emilia hat mit dem Sprung da gerade echt viel aufgeholt so. Wir haben sie ja gerade nur hochfliegen sehen. Und die beiden, ja, die brauchen viel, viel länger da im Ziegengehege. Also da ist wirklich Charelle wieder super durchgekommen. Springt jetzt hier gegen das Tor und geht jetzt, glaube ich, in die letzte Kurve. Ja, vorletzte Kurve. Da hinten ist ja nochmal eine kleine Kurve.
Und dann sollte das hier eigentlich klappen für Charell. Falls hier nicht noch voll was schief geht. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt hier nochmal der Sprung. Safe ins Wasser. Ohne nochmal groß hochzufliegen. Wobei, wenn man hochfliegt, ist es meistens ziemlich gut. Weil man damit viel, viel schneller dann vorankommt. Auch hier wird sie nochmal ordentlich gebremst beim Sprung in das Wasser. Das kostet hier Zeit, aber es sollte nicht so viel Zeit kosten, dass das hier schief geht. Das nimmt sie hier auch nicht so gut. Aber der Vorsprung ist einfach richtig, richtig groß. Jetzt geht es hier durch die Strommasten. Schön straight durch. Und damit kann ihr, glaube ich, Platz 1 niemand mehr nehmen. Charell Bausch fährt jetzt hier über die Ziellinie. Und herzlichen Glückwunsch zu Platz 1. Gleich müssen wir mal gucken, wo dein Teammate ist von Team Blau. Und mit etwas Glück gewinnt ihr dann hier. 10 Punkte ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Gerade weil es keine Bonuspunkte gibt. Und Shadow ist hier noch auf Platz 2. Also hat sich jetzt hier durchgesetzt. Und Emilia ist wieder ein bisschen abgerutscht vom Platz, sehe ich gerade. Shadow fährt jetzt hier safe durch. Beobachte das Ganze mal aus dieser Perspektive. Dann sehen wir auch die anderen Jeeps. Jetzt kommt Shadow auf Platz 2. Dann kommt Minecraft Kings. Sehr, sehr gut. Auf Platz 3 noch vorgefahren. Dann kommt Emilia auf Platz 4. Und bis jetzt sind das, glaube ich, alles verschiedene Teams gewesen. Also ich glaube, das wird richtig knapp von den Punkten. Aber da kommt Team Blau. Und ich glaube, Team Blau war doch Charell, oder? Ich glaube, das war Team Blau. Und deswegen sieht es hier sehr, sehr gut aus für Team Blau. Weil Mauricio fährt hier, glaube ich, gerade auf Platz 5 vor. Und das könnte hier schon den Gesamtsieg oder der Gesamtsieg sein. Nicht schlecht. Mauricio überquert jetzt die Ziellinie. Und wir sehen hier nochmal, dass der Packer hier komplett über die Strommasten rüberspringt. Und jetzt auch gleich durch die Ziellinie rauscht. Nämlich jetzt hat damit, glaube ich, Platz 6 oder Platz 7. Hier hinten wird es nochmal spannend zwischen Night Fury, Diana und Chaos Tio. Wer wird hier der Erste von hinten? Night Fury geht jetzt hier nochmal schön durch das Strommastending, aber das wird jetzt hier knapp. Eieiei, sie blockiert jetzt hier nochmal ordentlich im letzten Tor, aber kann sich durchsetzen und sichert sich. Oh, da hinten kommt ja noch einer. Eieiei, okay, habe ich gar nicht gesehen. Sichert sich dann Platz 7 war das, glaube ich. Aliara, Chaos Tio und jetzt kommt leider der Letzte. Oder die Letzte, das ist Lea Ewald mit dem VIP-Platz. Schade, schade. Aber trotzdem, es hat wieder mega viel Spaß gemacht. Es müssten jetzt eigentlich alle Kandidaten durch sein, wenn ich richtig gezählt habe. Jo, das sieht gut aus. Also die Kandidaten fahren jetzt zurück zu ihren Stationen. Und ich hoffe, euch hat das Rennen auch Spaß gemacht. Wir kommen jetzt noch zur Siegerehrung. Und dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Das war wieder ein super spannendes Rennen. Für die, die jetzt hier nicht so gut abgeschnitten haben, seid bitte nicht traurig. Vielleicht kommt ihr beim nächsten Mal nochmal dran und dann schneidet ihr vielleicht ein bisschen besser ab. Und ich lese jetzt mal ein bisschen die Tabelle vor. Ich hoffe, ich habe alles richtig notiert. Wenn nicht, seid mir bitte nicht böse. Aber ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Sprünge hatten wir diesmal nicht. Also es gibt hier keine plus 2 Punkte für keinen von diesen Kandidaten, die hier stehen. Macht die Rechnung ein bisschen einfacher. Ist aber sehr, sehr schade. Ich finde das eigentlich immer ganz interessant, weil dadurch das Ergebnis halt noch viel, viel interessanter wird und auch der Sieg sich nochmal so ein bisschen umentscheiden könnte. Aber gut, dann geht es heute mal nur um die Plätze, die erfahren wurden. Da haben wir leider bei Team Rot den letzten Platz und den vorletzten Platz. Und das gibt 1 plus 2 Punkte, also 3 leider nur. Ist hier das schlechteste Ergebnis, was man erzielen kann. Aber gut, seid bitte nicht traurig. Lea und Chaos Tio waren es. Seid bitte nicht traurig. Vielleicht kommt ihr beim nächsten Mal nochmal dran. Versucht es einfach weiter und beim nächsten Mal wird es dann sicherlich besser werden. Dann haben wir Team JWE mit 8 Punkten und 3 Punkten. Insgesamt 11 Punkte. Keine schlechte Leistung. Sehr, sehr gut. Aber reicht hier leider nicht für Platz 1. Dann kommt Team Retro mit 4 Punkten und mit 7 Punkten. Auch das sind 11 Punkte. Und damit teilen sie sich den dritten Platz. Keine schlechte, den dritten Platz mit Team JWE habe ich jetzt vergessen zu sagen. Kein schlechtes Ergebnis. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Seid gut gefahren. Also sehr, sehr schön. Und dann haben wir noch zwei Teams. Nämlich Team Blau und Team Orange. Und Team Orange hat einmal Platz 2 mit 9 Punkten und Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit 5 Punkten. Das sind insgesamt 14 Punkte. Und jetzt gucken wir mal bei Team Blau, ob die das toppen können. Die haben nämlich einmal Platz 1 von Charell mit 10 Punkten. Das ist natürlich schon sehr, sehr gut. Jetzt braucht nämlich, wer war denn hier der Zweite? Mauricio, der braucht jetzt nur noch
insgesamt 5 Punkte, um hier den Sieg zu holen. Und er hat hier den 5. Platz rausgeholt und somit 6 Punkte. Und damit hat Team Blau 16 Punkte insgesamt, holt hier den Sieg. Also Charelle und Mauricio, ihr habt das Ganze hier gewonnen. Ihr gewinnt einen 5 Euro Amazon-Gutschein. Müsst mich einmal im Discord anschreiben. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ich hoffe an euch alle, also an die Zuschauer, die es so gesehen haben, und an die Kandidaten. Ihr hattet alle Spaß, auch wenn ihr nicht so gut abgeschnitten habt. Mir hat es wieder mega viel Spaß gemacht. Falls euch das Ganze gefällt, lasst ein Like da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und falls ihr mitmachen wollt, jetzt müsst ihr aufpassen. Ich werde den Hashtag ändern, weil ich möchte nicht mehr dieses Hin und Her zwischen Battle Royale und Rennen. Ich mache daraus jetzt ja, 2 verschiedene Videoprojekte. Das heißt, wenn ihr unter dieses Video Hashtag Rennen schreibt, dann könnt ihr beim nächsten Rennen teilnehmen und nicht mehr beim nächsten Battle Royale. Weil beim nächsten Battle Royale wird man dann weiter Hashtag BR schreiben. Das war's von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.